Die meisten lassen sich anstellen, wenn sie 3000 Euro netto raus haben. Das ist richtig, richtig, richtig viel Geld für die. Und in Deutschland wirst du noch gefickt mit Strompreisen, Gaspreisen und so weiter und so fort. Und dann sagt man, ja, ist ja so sicher. Ich wähle lieber den sicheren Weg. Hast du das Gefühl, deine Verantwortung wächst, auch weil mehr Leute zu dir hinaufblicken? Ja, also das ist eine gute Frage. Nö. Ich mache einfach das, was ich denke, was für mich richtig ist. Und wenn ich Bock habe, jetzt Achterbahn zu fahren oder so, dann fahre ich halt Achterbahn. Wenn ich Bock habe, aus dem Heli zu springen, mit einem Fallschirm natürlich, oder aus dem Flugzeug, dann mache ich das, weil ich da Bock drauf habe. Da denke ich mir nicht so, oh, jetzt könnte jetzt jemand das auch nachmachen. Klar, mit mehr Sichtbarkeit wächst die Verantwortung, aber ich finde Verantwortung auch ultra geil. Das ganze Leben besteht daraus, zu 100% Verantwortung für alles zu übernehmen. Alles, was du erreicht hast, für jedes Resultat, was du eben hast, dann bist du für verantwortlich. Ob dich das selbst motiviert, besser zu werden noch, wenn andere dich als Vorbild nehmen? Ja, definitiv, weil du hast auf einmal mehr Leute, die du beeinflussen kannst. Du hast also mehr Wirkung, dein Wirkungskreis wird größer und dementsprechend hast du natürlich auch mehr Impact auf die Welt. Das heißt, wenn du Gutes nach außen sendest, kommt auch immer mehr Gutes zu dir zurück. Und wenn du dafür sorgst, dass deren Business, deren Persönlichkeit, deren Mindset besser wird, dann werden auch die Kundenresultate von denen wieder besser. Das heißt, die haben mit ihrem Angebot wieder mehr Impact. Und so ist es wie so ein Multiplikator und dem muss man sich bewusst sein und dafür auch Verantwortung tragen. Wie fühlst du dich mit dieser Rolle als Leader? Geil. Ich fand das schon immer geil. Team motivieren, Team zusammenführen, Team zum Sieg führen, gewinnen wollen, die Meisterschaft holen. Das ist im Business nichts anderes. So muss auch die Leute zusammenholen, mit denen geilen Shit machen. Manche sind dazu auserwählt worden, glaube ich so. Aber es ist auch wie ein Muskel, so. Den kannst du auch trainieren. Auch wenn du vielleicht von dir selber denkst, so, oh nee, ist jetzt nicht so meins. Fühlst nicht so, als könntest du andere Leute zu etwas bewegen und so. Ich meine, ich wurde halt früh darauf trainiert. Deswegen ist das schon Jahrzehnte in mir. Aber auch da, so, ich sehe mich jetzt nicht als das Nonplusultra, ganz im Gegenteil. Ich sehe mich ganz am Anfang. Weißt du, wie viel es noch zu lernen gibt? Und ich denke, diese Liebe zum Lernen und die Liebe für Wachstum und die Liebe auch den Menschen wirklich weiterzubringen in dem, was er ist, in dem Kern und nicht diese ganzen Erfahrungen, die er gemacht hat und die Blockaden und diese, boah, das ist alles, was da einen hemmt, das mal wegzunehmen und wirklich die wahre Größe aus dem Menschen herauszuholen, das finde ich richtig geil. Was ist denn so das Buch, wo du sagst, es hat den meisten Hebel gehabt? Das Buch, was am größten Veränderungen gebracht hat, war Ein neuer Anfang von Esther und Jerry Hicks. Das ist ein sehr spirituelles Buch und das war auch das Buch, was mich dazu gebracht hat, mich der Spiritualität zu öffnen. Weil du einmal lernst, dass wir alle spirituelle Wesen sind, dass der Mensch nichts weiter ist als ein geistiges Wesen, was die Kontrolle darüber hat, wie er sein Leben bestimmen kann, wie er es aufbauen kann, weil alles mit den Gedanken anfängt. Und das ist sehr, sehr geil beschrieben. Man muss natürlich ein bisschen Distanz bewahren, sodass man nicht denkt, oh, was ist das jetzt hier für eine Verschwörung oder so, sondern man muss es rein rational und logisch betrachten, was wird da beschrieben. Und da werden Gedanken und auch Emotionen sehr, sehr gut beschrieben. Und man muss sich dafür öffnen, dass es so eine Möglichkeit gibt. Weil in der Schule wird ja nichts über Spiritualität gelehrt. Kann ich nicht verstehen. Deswegen wird auch bald eine Good Life School geben, wo eben halt die geilsten Fächer gelehrt werden mit den geilsten Trainern und Lehrern eben. Ein neuer Anfang, das war zu der Zeit, wo ich alles so hinterfragt habe, wo ich gar keinen Sinn gesehen habe in nichts mehr und wusste auch gar nicht so richtig, was ist das jetzt hier alles? Wenn du dich mal so, wenn du als Mann so Mitte 20 bist und du weißt nicht so richtig, was du machen willst und hast noch nicht so dein Ding gefunden, dann kommen so Gedanken auf, was ist das hier alles? Warum sind wir hier? Was hat das alles für einen Sinn? Gibt es überhaupt einen größeren Sinn? Was ist der Sinn des Lebens und so? Und dieses Buch hat mir sehr geholfen, einen neuen Anfang zu wagen und zu gehen. Tony Robbins so, ist schon ein Vorbild. Ist schon ein Vorbild von mir, safe. Von dem alles gelernt so. Jedes Seminar besucht, jedes Training gemacht, jedes Hörbuch 10.000 Mal gehört und so. Ich habe mir halt gedacht, von wem willst du jetzt lernen, wenn dich Persönlichkeitsentwicklung interessiert? Irgendwelche deutschen Leute, die irgendwelche Kopien sind, kam nicht in Frage so. Dann diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsschiene auf YouTube und so weiter, auch alles Nonsens so. Weil die machen alle ihren mentalen Fortschritt, so mentale Masturbation, aber passiert nichts wirklich. Deswegen ja auch Umsetzer.de, ja, weil die Leute müssen umsetzen, die müssen verantwortlich gehalten werden. Aber wie kriege ich denn jetzt raus, wie wir uns wirklich verändern können, wie wir unser Mindset verändern können, wie wir unsere Persönlichkeit trainieren können. Wer ist denn der Urvater von der Persönlichkeitsentwicklung? Und das sind so Namen wie Jim Rohn und so weiter. So, dann guckst du dir die Leute an, liest, ich habe auch Bücher von denen eingelesen, weil ich mich halt voll eingeschlossen und tausende Bücher gelesen, so gefühlt. Aber was ich an Tony Robbins so nice finde, ist, dass er halt Millionen von Menschen gecoacht hat und er weiß ganz genau, worauf es ankommt. Er kennt Muster von denen und das lerne ich halt auch in der Praxis immer wieder. Du siehst immer wieder die gleichen Muster, gerade wenn du dich auf eine Zielgruppe spezialisierst. Du siehst immer wieder, die sind in den gleichen Cycling gefangen, emotional, mental oder auch Sachen wie am Handy sein, solche Sachen. Also es gibt
tausende Muster. Wir Menschen handeln immer in Mustern. Und da die richtigen Methoden und Taktiken und auch Strategien kennenzulernen und auch von ihm trainiert zu werden, das einzusetzen, angepasst auf unsere Bubble, das war für mich ein No-Brainer, da einfach voll einen Deep Dive reinzumachen und jetzt der Beste in dem zu sein, was ich mache. Würdest du sagen, hast jetzt schon sein Wissen noch weiterentwickelt? Weiterentwickelt kann man ja auf der einen Seite so sehen, dass man es verbessert hat. Auf der anderen Seite kannst du es ja auch so sehen, dass man den Ursprung einer Sache verändert. Wenn man den weiterentwickelt, wie so ein Pokémon. Ja? Wenn du das levelst, so, dann wird es auch irgendwie ein anderes Pokémon. So von Glumanda zu Glutexo und dann zu Glurak und so. Der Punkt ist aber, ich glaube, dass du dieses Wissen, je nachdem, wen du vor dir hast, anders anwendest. Ich konzentriere mich ja nur auf Agenturen und Berater. Und mit denen geht man anders um, gerade im Business-Kontext und auch mit dem Hintergrundwissen der Bubble, als wenn du jetzt einen ganzen, ganz normalen Menschen da stehen hast. Der lebt ja ganz anders, der hat ganz andere Wahrnehmungen, der hat andere Gefühle, der hat andere Gedanken und dementsprechend auch andere Hebel, die man da drücken kann. Ich denke, das ist auch ein großer Teil, der mich ausmacht tatsächlich, dass ich eben so Sachen wie strategische Intervention und diese ganzen Methoden von ihm auf diese Bubble zu 100% anwenden kann, akkurat. Auch geil, dass du nicht sagst, hey, ich habe mir das alles so selbst aus der Nase gezogen, sondern ich habe auch Coaches. Ich finde das auch ein wichtiger Teil davon, Coaches zu haben, weil wer wäre ich als Coach, wenn ich keine Coaches hätte? Das wird gar keinen Sinn machen. Das ist genau wie ein Fußballtrainer. Jeder Fußballtrainer in der Bundesliga, der war mal Fußballprofi. Warum? Weil die Spieler, wenn das kein Fußballprofi war, die würden sagen, was willst du, Lelek, denn? Du kannst mir gar nichts erzählen, du weißt gar nicht, wie es ist, Fußballprofi zu sein. Also geh mit gutem Beispiel voran und be a leader. So. Ein Leader macht auch das vor, hat auch den Struggle durch, hat die tiefen Täler gesehen, hat die hohen Höhlen gesehen und kann sie dann entsprechend auch teachen. Hast du manchmal das Gefühl, es gibt falsche Entscheidungen, die man doch treffen kann? So ein Coach, der dich einfach zurückbringt, gibt's das? Kommt darauf an, welche Sicht du aufs Leben hast. Ne? Ich denke und ich glaube zutiefst, das Leben passiert zu 100% für dich. Auch wenn morgen ein Familienmitglied stirbt, es passiert für dich, weil du irgendwas daraus lernen sollst. Ganz egal, wie scheiße es ist, es passiert alles im Leben für dich. Das heißt, du kannst per se keine falsche Entscheidung treffen. Aber es gibt natürlich Entscheidungen, die dich vielleicht nicht so zielführend sind. Es gibt zielführende und nicht so zielführende Entscheidungen. Und nicht so zielführende sind dann Dinge, die dich vielleicht zurückschlagen, falscher Coach an der Seite oder du denkst, boah, der hat's voll drauf und der hat's dann voll nicht drauf. Oder bringt dich nicht so weiter, wie du das gedacht hast. Deswegen immer gut mit den Leuten beschäftigen und auch mal ein Erstgespräch buchen. Die Person wirklich mal kennenlernen und keine Angst davor zu haben, jetzt irgendwo reingeclosed zu werden und so. Wenn du da merkst, die Person baut Druck auf oder du fühlst dich nicht wohl, dann scheiß drauf. Das ist sowieso der Falsche. Das heißt nicht, dass du nicht im ersten Gespräch kaufen sollst, weil warum sollst du warten, wenn es sich richtig anfühlt? Warum sollst du nicht deinen Einwand behandeln lassen, wenn du einen hast? Das macht aber auch ein guter Coach mit dir und da fühlst du dich dann nicht scheiße. Wo wärst du jetzt, wenn du nicht irgendwie in deine Bildung und in dich selbst investiert hättest? Wäre ich Personal Trainer. Ich habe ja damals Ferienjobs gemacht und so und ich habe also wirklich stand am Fließband, einen Tag ging nicht mehr. Habe ich gesagt, ich kann nicht mein Gehirn abgeben, 8 Stunden mein Gehirn nicht verwenden und irgendwie Dichtungen in so Autoteile drücken. Das ging nicht. Und dann mehrere Sachen ausprobiert, das ging halt einfach alles nicht und ich habe immer gesagt, ich habe niemals Bock, mich anstellen zu lassen. Weil ich weiß noch eine Situation, ja okay, ist jetzt Pause, halbe Stunde, dann muss ich 10 Minuten in den Pausenraum laufen, aus meiner fucking Kabine meine Butterbrotdose nehmen, die essen schnell 10 Minuten, weil ich ja 10 Minuten wieder zurücklaufen musste an die Maschine. Das ging für mich gar nicht klar. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so scheiße, Alter, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte, Abitur gemacht und so. Okay, ich gehe ins Ausland. Ich wollte irgendwas mit Fitness machen, das wusste ich schon, weil ich halt die Transformation gemacht habe. Ja, es kam, wie es kommen soll. Ich habe die Freiheit genossen im Ausland, wusste dann, okay, da gibt es mehr da draußen. Ich mache jetzt einfach Personal Training. Und da habe ich nicht so wirklich viel in mich investiert. Es war einfach meine eigene Reise und ich war die ganze Zeit damals auf Team Andro unterwegs. Kennst du das vielleicht? Mhm. Das ist so ein Blog, wo du dich austauscht. Da habe ich wie so ein Crack hing ich davor und wirklich habe jeden Trainingsplan ausprobiert, jede Ernährungsform ausprobiert und so. Da gab es noch gar nicht so groß YouTube mit irgendwelchen Sachen und so. Standard ist ein wichtiger Punkt. So, die einzige Möglichkeit, dein Leben zu verändern, ist, deine Standards zu erhöhen. Immer. Was heißt das denn? Heißt das denn, im Lifestyle die Standards zu erhöhen? Ich will jetzt geileres Auto fahren, geileres Wohnung. Es muss natürlich alles sich die Waage halten. Ne? Also du kannst jetzt nicht einfach ein Auto holen, was du nicht finanzieren kannst, oder was du nicht leasen kannst. So. Da müssen ja gewisse Bedingungen für gegeben sein. Aber Standard heißt zum Beispiel, wenn ich Athlet sein will, der trainiert 6-mal die Woche. Das ist der Standard. So, es wird nicht vorkommen, dass er weniger als das duldet. Weil du kriegst ja nur die Resultate, die du duldest. Das, was du dir selber durchgehen lässt. Wenn du dir selber durchgehen lässt, irgendwelche Grenzen nicht einzuhalten, irgendwelche Deadlines nicht einzuhalten, irgendwelche Standards nicht, irgendwie nicht ins Gym zu gehen, nicht zum Training zu gehen, nicht irgendwelche Videos zu... Egal, was es ist. Wenn du das durchgehen lässt, dann fixst du deine Identität, dann fixst du den Standard, den du eigentlich leben willst. So zum Beispiel wie YouTube. Wenn ich jetzt YouTube machen will und ich sage mir, hey, der Standard ist 3 Videos die Woche, dann kann ich ja nicht einfach nur eins herausbringen. Was für Standards Leute, die 20, 30, 40k machen?
was die für Standards haben. Die haben keine Standards. Die brechen ihre Standards immer. Die sagen, die machen 100 Calls am Tag, zum Beispiel in der Agentur, machen dann aber 30 und morgen 50 und übermorgen vielleicht keine, wenn sie keinen Bock haben. Verstecken sich hinter Fulfillment, also keinen Vertrieb machen wollen. Gehen nicht regelmäßig zum Sport, haben keine felsenfeste Routine, können sich nicht richtig managen, hängen hier. Ja, Daumen klebt dran, wie Klimaaktivisten an Straßenböden. Aber einen gewissen Standard müssen ja doch schon haben. Die meisten haben einfach Glück. Glück, dass sie in der Bubble sind, ein Angebot gemacht haben und mal kurz ein paar Sales machen. Und dann immer so, ja, 100.000 glorifizieren. Ich muss 100.000 machen, ich muss jetzt sechsstellig gehen. Wirst du aber nicht, wenn du dein Mindset nicht änderst. Wirst du nicht, wenn du deine Persönlichkeit nicht trainierst. Wirst du nicht, wenn du deine Performance nicht auf die Strecke bringst. Wird nicht funktionieren. Du sagst den Leuten, was sie essen sollen, ist fucking hilarious. Du machst damit 10, 20, 30.000. Das muss man sich mal geben, Alter. Wir sind in so einer Bubble, wo jeder unmenschlich viel Geld verdient. 10, 20, 30k ist auch schon richtig viel Geld gegenüber der ganz normalen Society. So. Digga, die meisten lassen sich anstellen, wenn sie 3000 Euro netto raus haben. Das ist richtig, richtig, richtig viel Geld für die. Und in Deutschland wirst du noch gefickt mit Strompreisen, Gaspreisen und so weiter und so fort. Und dann sagt man, ja, ist ja so sicher. Ich wähle lieber den sicheren Weg. Und dann gibt es die Bubble, wo die sagen, nee, ich bin lieber selbstständig. So, scheiß auf das, 9 to 5, alles kacke und so weiter, ich mache mein eigenes Ding. Und dann haben sie einfach Glück. Sie holen sich ein Coaching, setzen ein paar Sachen davon um, haben tausende Mindfucks noch dabei, aber setzen wenigstens mal was um, haben ein Angebot und dann verkaufen die das halt für 2.000 Euro. Fünfmal, dann hast du 10.000 Euro. Oder zweimal für 5.000 Euro. Das ist Glück. Null Substanz haben die Leute. Einfach Glück, was sie machen. Das ist fucking hilarious. Es gibt Leute daraus, für den 100.000 Euro im Monat, wie die anderen zeugen, dass sie anderen zeigen, dass sie sich einen Online-Shop aufbauen im Internet. Das Wissen gibt's for free. Die Leute suchen aber immer den einen nächsten Hebel, die Abkürzung. Nur weil du mal ein Coaching investierst hast oder auch mal 30.000, 40.000 Euro ausgegeben hast, heißt noch lange nicht, dass du Unternehmer bist. Da gehört viel, viel mehr zu. Du musst ein richtiges Skillset aufbauen, du musst eine Identität formen und shapen, die einfach viel krasser ist als die Version, die du jetzt bist. Du musst deine Werte klar haben, du musst gewillt sein, durchzupushen, resilient zu sein, diszipliniert als Fakt zu sein. Du musst einfach eine Maschine werden. Wenn du eine Maschine werden willst, dann komm zu mir, auch ohne Maschinenbaustudium. Als Quereinsteiger. Umsetzer.de.